Ja, mein Name ist Björn Pasemann. Ich arbeite bei Fink. Fink ist eine gemeinnützige Naturschutzorganisation. Ihr seid hier in Greifswald. Ich habe Landschaftsökologie und Global Change Management in Greifswald und in Eberswalde studiert. Und wir haben hier in Greifswald ein Aktionsbündnis ins Leben gerufen mit Namen Unser Landschaft Wandel, weil wir Landeigentümer darauf hinweisen wollen, dass Landeigentum mit Verantwortung einhergeht, dass gerade die öffentliche Hand eine große Chance hat, ihre Ländereien anders zu gestalten, indem sie darüber entscheiden kann, wer auf diesen Flächen wirtschaften soll. Der Name Fink hat keine Bedeutung. Wir sind eine Umwelt- und Naturschutzorganisation und haben dieses Bündnis ins Leben gerufen. Das heißt, wir haben uns gedacht, ja, es gibt diese Chance, es gibt die städtischen Flächen, das sind etwa 4.700 Hektar, die Greifswald verpachtet und damit muss was passieren. Und das heißt, wir haben verschiedene Akteure an einen Tisch gebracht, da war der BUND dabei, der ADFC, der NABU, Kreisverband hier, aber auch Fridays for Future oder die AG Ökologie der Studierendenschaft. Das heißt, ein breites Bündnis, die alle gesehen haben, in unserer Agrarlandschaft muss sich etwas verändern und gerade Greifswald als Landeigentümerin hat da eigentlich die Pflicht, weil Eigentum ja auch verpflichtet, eine Veränderung anzustoßen. Und Fink, wir waren jetzt vorrangig die Koordinatoren dieses Bündnisses, das heißt, wir haben uns letztlich hier getroffen, haben hier unsere Pläne geschmiedet und überlegt, wie wir am besten Druck auf die Lokalpolitik ausüben können. Das war natürlich ein langer und zäher Prozess. Wir hatten den Vorteil, dass es in der Stadt schon einen längeren Prozess und die Diskussion um die städtischen Flächen gab. Es gab die Greifswalder Agrarinitiative, angestoßen von der Michael-Sukow-Stiftung, wo die Stadt, die Uni und die Kirche zusammensaßen mit verschiedenen Pächtern und sie überlegt haben, was können sie tun. Wir waren von diesem Prozess, gelinde gesagt, etwas enttäuscht, weil sich relativ wenig in der Fläche verändert hat. Und wir haben gedacht, da muss mehr kommen, da müssen halt auch mal die Landeigentümer, das heißt letztlich die Stadt, in die Pflicht genommen werden. Und es gibt Instrumente, mit denen Landeigentümer ganz klar entscheiden können, wie auf den Flächen gewirtschaftet wird. Und das heißt, wir haben ja letztlich versucht, Druck auf unsere Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen zu machen. Wir sind vors Rathaus gezogen, haben mit kleinen spaßigen Aktionen versucht, die Leute zu motivieren, haben Honiggläser bedruckt mit unseren Forderungen nach Pachtkriterien. Das heißt, wir haben von vornherein gesagt, okay, es muss ein Verfahren geben, nach dem entschieden wird, wer zukünftig auf den Flächen wirtschaftet. Was vielen Leuten ja gar nicht bewusst ist, ist, dass einerseits kommunales Eigentum, kommunaler Boden existiert, auch an Agrarflächen, und dass es bislang kein Verfahren gibt, nachdem entschieden wird, wer auf den Flächen wirtschaftet. Dann haben wir gesagt, wie kann das sein? Es braucht ökologische und soziale Kriterien, nachdem dieses Land vergeben wird. Es braucht ein klares Verfahren. Die Flächen müssen nach Ablauf der Pachtverträge ausgeschrieben werden. Das ist in anderen Bereichen ganz selbstverständlich, hier aber nicht. Und dafür sind wir dann auf die Straße gegangen. Das heißt, nicht nur auf die Straße, sondern auch auf die Äcker, auf die Flächen direkt. Wir haben erstmal versucht herauszufinden, wo liegen überhaupt die Flächen. Ganz großes Problem. Also da ist bisher null Transparenz seitens der Verwaltung. Wir haben jetzt erwirken können, mit einem Jahr lang letztlich juristischer Auseinandersetzung, dass das Liegenschaftsamt der Stadt uns erstmalig Daten zur Verfügung gestellt hat, wo überhaupt die städtischen Flächen sind. Und da kann ich auch nur inspirieren und motivieren, dass an anderen Orten da derselbe Weg beschritten wird. Es gibt das Umweltinformationsgesetz, es gibt das Informationsfreiheitsgesetz. Das sind Informationen, die allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stehen sollten. Wir sollten wissen, wo ist unser Land, weil letztlich ist das öffentliches Eigentum. Und mit diesem Wissen können wir dann auch sagen, okay, hier wird vielleicht ja sogar schon nachhaltig und naturverträglich gewirtschaftet oder eben halt nicht.
Und wenn nicht, dann sollte die Politik halt die nötigen Rahmenbedingungen umsetzen, dass da halt beispielsweise der Ökolandbau gefördert wird, ja, oder auch, dass mal eine Solawi zum Zuge kommt, wenn es darum geht, Flächen zu bekommen, Flächen bewirtschaften zu können, weil gerade der Zugang zu Land ist bei Existenzgründerinnen, bei Junglandwirtinnen und auch eben im Biobereich ein ganz großes Thema. Also nicht nur der Zugang zu Land an sich, sondern auch, dass die Flächen bezahlbar sind, weil auch öffentliche Landeigentümer diesem Preisanstieg, der auf dem Bodenmarkt gerade passiert, die spielen da mit. Also da wird sozusagen die Pachtpreise werden auch von öffentlichen Landeigentümern, auch von der Kirche mit nach oben getrieben. Leider nein. Wie gesagt, wir haben jetzt, kürzlich erst geschehen, dass wir eine Tabelle bekommen haben, wo man überhaupt erstmal sieht, welche Flurstücke sind eigentlich im städtischen Eigentum. Was wir wissen ist, dass da gab es letztes Jahr eine kleine Anfrage im Parlament, dass es auf den städtischen Flächen hier 8,5% Ökolandbau gibt. Das ist sozusagen auch noch unterdurchschnittlich. In MV liegen wir da insgesamt bei 13% jetzt. EU-Ziel, muss man ja sagen, ist 25% bis 2030. Das heißt, es muss einfach mal ganz klar gesagt werden, dass der Ökolandbau auf öffentlichen Flächen gefördert werden sollte, was bislang kaum passiert. Also neben den Förderprogrammen des Landes ist eben der Zugang zu Land auch zu gewährleisten, weil ohne Land lässt sich schlecht wirtschaften. Aber um deine Frage zu beantworten, es ist weiterhin noch nicht klar, wer beispielsweise welche Betriebe auf den Flächen ackern. Das finden wir auch. Also, dass das und auch bislang eigentlich kaum jemanden interessiert hat und kaum zur Empörung geführt hat, weil man muss sich ja auch überlegen, natürlich sind das teilweise kleine Familienbetriebe, die darauf wirtschaften, aber MV ist ja eigentlich geprägt von großen Agrarstrukturen, von industriellen Strukturen letztlich, und da mal zu erfahren, welche Betriebe wirtschaften auf unseren Flächen, ist eigentlich eine Frage von demokratischer Teilhabe und Transparenz und gehört eigentlich längst in jedes Kommunalparlament, das mal zu klären. Und wenn das nicht der Fall ist, dann müssen die Bürgerinnen und Bürger sich halt selbst organisieren und da mal den Druck erzeugen, um a, eben diese Informationen zu erwirken und b, dann auch die nötigen Instrumente einzusetzen bzw. Druck zu machen, dass die Politik die nötigen Instrumente einsetzt, zu entscheiden, was mit den Flächen passiert. Und da gibt es diverse Möglichkeiten, die Landeigentümer in der Hand haben. Also ich bin kein Historiker, aber es ist natürlich eine ganz spannende Entwicklung, die sich gerade in Ostdeutschland eigentlich seit der Nachkriegszeit vollzogen hat. Das hat ja angefangen mit 1945 mit der Bodenreform in der sowjetischen Besatzungszone, ging dann über in die also wenn man jetzt mal die DDR-Geschichte betrachtet, ne, dann, also erst die Bodenreform, dann die Kollektivierung bzw. Zwangskollektivierung, wo nachdem alle Landwirte, Landwirtinnen, die über 100 Hektar hatten, enteignet wurden in der Bodenreform, wurden sie halt zu großen Betrieben zusammengeschlossen, zu den sogenannten LPGs. Und mit der Kollektivierung ging ja auch eine starke Industrialisierung einher. Das heißt, es entstanden einfach riesige Betriebe mit mehreren tausend Hektar Betriebsfläche, die ja auf industrieller Basis bewirtschaftet wurden. Und das ging so bis zur Wende, und nach der Wende gab es eigentlich eine große Chance. Man hätte diese Chance nutzen können, um den Boden neu zu verteilen. Das ist aber nur teilweise erfolgt, beziehungsweise im großen Stil wurden auch da wieder die LPG-Nachfolgebetriebe, beziehungsweise dann die Betriebsleiter, das waren dann, wurden dann teilweise Genossenschaften, teilweise GmbHs, sind aber strukturell begünstigt worden und hatten dann die Chance, eben diese Flächen weiter zu bewirtschaften. Teilweise sind auch Alteigentümer zum Zuge gekommen,
die sich hier wieder ansiedeln konnten. Aber es wurde eben die Chance verpasst, wirklich aktive Bodenpolitik zu betreiben und eben auch kleine Betriebe, eben auch den Biosektor stärker zu fördern. Das zieht sich eigentlich auch bis heute hin, denn nachdem die Treuhand eingesetzt wurde, um Flächen zu verteilen, gibt es jetzt die BVVG, also die Bodenverwaltungs- und Verwertungsgesellschaft, die sich darum kümmert, Flächen zu verpachten oder eben auch immer noch zu privatisieren. Und diese Privatisierungspolitik wurde halt nicht dazu genutzt, um etwa Ökobetriebe, kleine Betriebe, Existenzgründer zu fördern, sondern ganz im Gegenteil, gerade die Großbetriebe wurden weiterhin gestärkt. Ich würde sagen, insbesondere was die öffentlichen Flächen angeht, die jetzt existieren, muss man ja sagen, es gibt ja noch öffentliches Landeigentum. Und das ist auch nicht so, dass das, was jetzt in der Hand der Kommunen oder des Bundeslandes oder ist jetzt nicht öffentliches Land, aber auch der Kirchen liegt, das ist halt noch, da ist das so offensichtlich, dass wir da Gestaltungsmöglichkeiten haben, die nicht genutzt werden. Die ehemaligen Staatsflächen, die über die Treuhand und die BVVG privatisiert wurden, das liegt beim Bund. Da haben wir jetzt hier vor Ort erstmal relativ wenig Einfluss drauf. Das könnte die Bundespolitik mal regulieren. Aber ich appelliere ja eher an die kommunalen Politikerinnen, sich dieses Themas mal anzunehmen. Einerseits sind es halt die Kommunen, andererseits ist es aber auch das Land. Beispielsweise MV verpachtet oder im Eigentum von MV liegen etwa 85.000 Hektar Land. Und auch hier gibt es noch viel Entwicklungspotenzial, an wen dieses Land verteilt wird, nach welchen Kriterien es vergeben wird und was überhaupt auch beispielsweise aus Naturschutzaspekten mit diesen Flächen passieren muss. Ne? Also ich sage nur, Moorflächen sollten wiedervernässt werden, alleine aus Klimaschutzgründen und so weiter. Aber neben den Landesflächen sind es halt gerade auch die Kommunen und die Gemeinden, die nach der Wende einfach immer sozusagen ihre Flächen weiter vergeben haben an die Betriebe, die schon immer da waren und es aber sich eigentlich eine ganz große Chance entgehen lassen, diese Bodenpolitik an der Stelle nicht aktiver zu gestalten und sich zu überlegen, was wollen wir eigentlich für Mindeststandards einführen auf unseren Flächen? Es gibt eine Bewegung, eine bundesweite Bewegung von Kommunen, die inzwischen erkannt haben, okay, man darf, man kann und man sollte auf Pestizide verzichten, etwa auf öffentlichen Flächen. Das ist ein Instrument, was zur Verfügung steht. Das andere habe ich schon angesprochen, ist die Landvergabe. Man sollte nach sozialen und ökologischen Kriterien entscheiden, wer auf den Flächen zukünftig wirtschaftet, wen will man eigentlich fördern oder wen halt auch nicht. Und das sind eben gerade Ökobetriebe, die gefördert werden sollten. Das sind kleine Betriebe, das sind innovative Konzepte wie SolarWies, also solidarische Landwirtschaft. Das sind aber auch Betriebe, die sich sozial engagieren. Das sind Kriterien, die man sich geben kann. Und man kann dadurch halt auch den Zugang zu Land eröffnen für Betriebe, die bislang kaum Chancen hatten. Jetzt habe ich zwei Instrumente angesprochen. Ein weiterer wesentlicher Punkt ist natürlich, dass man auch, ich komme ja eher so aus dem Naturschutz, dass man auch ganz klar Naturschutzmaßnahmen in Pachtverträgen verankern kann. Das ist, auch da haben Landeigentümer Gestaltungsspielräume, jetzt nicht nur öffentliche, sondern auch private, dessen sie sich häufig nicht bewusst sind. Und da braucht es einfach mal den Mut und auch das Wissen zu sagen, okay, wir können hier festlegen, dass auch mal eine Hecke gepflanzt wird. Ja? Also eigentlich in mancher Augen, manchmal wird es ja als radikal hingestellt. Ich denke nicht, dass es radikal ist, ein paar Habitate für die Arten zu schaffen, die vom Aussterben bedroht sind. Etwa neben den Naturschutzmaßnahmen, die in Pachtverträgen verankert werden können, ist die Pachtpreispolitik auch relevant, weil wenn Landwirtschaftsbetriebe es sich nicht mehr leisten können, das betrifft gerade die kleineren und auch die Betriebe, die halt schon naturverträglich wirtschaften, dann haben wir auch nichts gekonnt, wenn die öffentliche Hand diese Pachtpreisspirale, nenne ich es jetzt mal, immer weiter nach oben treibt.
anstatt mal darüber nachzudenken, wie es auch im Mietensektor ja auch gerade diskutiert wird, vielleicht eine Pachtpreisbremse einzuführen. Also es überhaupt ökonomisch zu ermöglichen, dass die Pächter auch noch sich auf solche Flächen bewerben können und wollen. Ja, die Reaktionen sind natürlich divers. Wir sind ungefähr seit anderthalb Jahren jetzt mit dem Bündnis aktiv hier, haben halt explizit im letzten Jahr da auch einige Öffentlichkeitsveranstaltungen gemacht, standen auch auf dem Markt und haben Infostände gemacht. Und ich würde mal sagen, bei der breiten Bevölkerung, bei vielen Menschen wird das sehr positiv aufgenommen. Das heißt, viele Menschen sind überhaupt überrascht, dass es so viel Land gibt, welches in kommunaler Hand ist. Auch von verschiedenen Landwirtschaftsbetrieben wurde das positiv aufgenommen, unser Engagement. Von anderen wiederum eher weniger, ne? Also da gab es sehr unterschiedliche Positionen und sicherlich die Landfrage ist heiß diskutiert und auch innerhalb der Landwirtschaft gibt es da viel Konkurrenz, was die Flächen angeht, sodass wir jetzt, ich sag mal, dieses Thema etwas nach vorne gebracht haben und auch auf die politische Agenda gesetzt haben, ja, von manchen Landwirten nicht so gern gesehen waren. Aber sonst, ich sag mal, in der Bevölkerung, das sieht man ja auch immer wieder an diversen Umfragen, Naturbewusstseinsstudie, Umweltbewusstseinsstudie, beispielsweise der übermäßige Pestizideinsatz oder die Art und Weise, wie wir uns ernähren, das sind Themen, die die Leute interessieren und das ist, da ist teilweise auch viel Unverständnis da und da muss teilweise auch mal mehr Dialog da sein zwischen Stadtbevölkerung und Landbevölkerung. Aber ich denke gerade das massive Artensterben in der Agrarlandschaft, das tangiert viele Menschen und wenn es dann konkrete Instrumente gibt, die solche Probleme angehen können, dann ist da die Resonanz zumindest, was, wie gesagt, meines Eindrucks nach ein Großteil der Bevölkerung, mit der ich mich da unterhalten habe, war eigentlich ziemlich positiv. Also Fink ist ja auch seit diesem Jahr Landeigentümer. Wir haben jetzt etwa 40 Hektar hier in der Region verteilt, größtenteils auf Rügen erwerben können. Knapp über 10 Hektar auch in der Nähe von Pasewalk. Und wir wollen, nachdem wir jetzt sozusagen viele Forderungen an die Politik gestellt haben, auch selber etwas zur regionalen Wertschöpfung beitragen. Wir wollen auch zeigen, sozusagen, was möglich ist. Auch wenn das jetzt 40 Hektar sind, das ist im Vergleich zu den Agrarbetrieben hier minimal. Aber wir denken, auch da kann man zeigen, was eigentlich möglich ist, was Vielfalt, was Schönheit, aber halt auch was Nützlichkeit der Landschaft sein kann. Es gibt verschiedene Ideen, die jetzt noch am Anfang stehen der Umsetzung. Einerseits soll eine Streuobstwiese angelegt werden, andererseits sollen die vorher intensiv genutzten Äcker zum Teil in Grünland umgewandelt werden. Dann soll eine Extensivierung, also Extensiväcker zum Schutz der Ackerwildkrautflora angelegt werden. Was habe ich jetzt vergessen? Ich glaube, das sind so erstmal die Hauptsächlich. Natürlich sollen Nahrungsmittel produziert werden, ganz klar. Also auf den Flächen auf Rügen soll Gemüsebau stattfinden, auf einigen Hektar. Das heißt, es soll eigentlich eine Kombination sein aus, wie gesagt, regionaler Wertschöpfung, aber halt auch Flächen dem Naturschutz, der Artenvielfalt zur Verfügung stellen, Brachen, wo sich sozusagen die Natur an den Stellen etwas erholen kann, einfach erstmal eine Pause einzuräumen nach vielen Jahren Intensivbewirtschaftung. Die sind größtenteils zusammenhängend, also dort die Flächen auf Rügen, die liegen nebeneinander und
netter, dankenswerterweise auch an, teilweise an einem Fahrradweg. Deswegen haben wir auch gedacht, okay, das müssen wir unbedingt nutzen. Dort können wir nämlich aufzeigen, was alles möglich ist. Alleine auch schon, dass Menschen hier in der Region kaum noch Streuobstwiesen kennen. Ja? Also man kann dann die Früchte einfach nutzen, kann dort was einsammeln, kann was mitnehmen, kann sehen, okay, was passiert eigentlich, was für Arten kommen vielleicht auch wieder. Das ist ja auch so ein Problem, dass die Menschen selbst auch die Arten kaum kennen, weil sie einfach nicht mehr da sind, auch was die Agrarvögel angeht. Ne? Wann sieht man noch einen Rebhuhn irgendwo lang flattern oder solche charakteristischen Arten wie Braunkehlchen, Feldlerche. Das sind ja alles Arten, wo ein massiver Artenrückgang stattgefunden hat oder weiterhin stattfindet, im Zusammenhang mit dem Insektenrückgang oder auch die Ackerwildkrautflora, wo ganz spannende Arten vorkommen, die aber ja, A, kaum noch da sind und B, dann auch kaum erkannt werden. Und so wollen wir diese Flächen dann halt auch nutzen, um etwas Umweltbildung in dem Bereich zu tun. Insbesondere auch, weil die Flächen teilweise im Biosphärenreservat Südostrügen liegen und dann passt das natürlich super zusammen. Es gibt da definitiv Potenzial. Das war in der Diskussion, bevor jetzt sozusagen die Vergabe neu geregelt wurde in Greifswald, wurde uns das häufig als Argument entgegengebracht. Es wurde gesagt, da ist doch niemand. Wer soll sich denn darauf bewerben, wenn das jetzt ausgeschrieben wird? So, und jetzt momentan sind die ersten Ausschreibungen durch und es hat sich gezeigt, natürlich sind Betriebe da, natürlich ist der Produktionsfaktor Boden entscheidend und natürlich ist auch dieser Aspekt Zugang zu Land für Existenzgründer entscheidend. Und man kann natürlich nicht sagen, dass niemand da sei, wenn man es nie ausprobiert hat. Und dadurch, dass diese Flächen nie zur Verfügung standen, sondern sozusagen immer weiter verpachtet wurden an die, die da schon seit der Wende da waren, war das meines Erachtens nach halt immer ein Scheinargument, um diese Diskussion abzuwürgen. Und ganz offenkundig ist hier beispielsweise eine Solawi, also eine solidarische Landwirtschaft, die sich gerade dieses Jahr gegründet hat, die händeringend nach Flächen gesucht hat. Und es gibt eine weitere solidarische Landwirtschaft in der Umgebung von Greifswald, die nun das Glück hatte, noch was von der Kirche dazu zu pachten, aber die auch jahrelang eigentlich darum gekämpft haben, überhaupt erstmal wenige Hektar, es geht ja bei Gemüsebau häufig um wenige Hektar, diese zu bekommen. Bei der besagten jetzt jungen Solawi ging es letztlich um 2 Hektar Land, die sie brauchten. Also im Vergleich zu einem Betrieb, der irgendwie teilweise 1000 oder mehr Hektar bewirtschaftet, ist das ja verschwindend gering. Und aber auch andere Betriebe, also gerade aus dem Bio-Bereich, da habe ich häufig die Rückmeldung bekommen, dass sie gerne noch Flächen dazu pachten würden. Und letztlich haben ja auch die meisten Landwirtschaftsbetriebe alleine aufgrund der Flächenprämie, die ja völlig absurd ist, aber trotzdem schon einen Anreiz schafft, Flächen dazu zu bekommen, weil sie ja sozusagen für jede weitere Fläche auch mehr Prämien bekommen. Und deswegen, es gibt einen großen Run auf Flächen und das Argument, es ist niemand da, der sich darauf bewerben würde, selbst hier in der Region im Nordosten Vorpommerns, wo es jetzt nicht so viele Betriebe gibt, ist trotzdem der Zugang zu Land entscheidend und trotzdem der Bedarf an weiteren Flächen. Und hier hat die öffentliche Hand halt eine Pflicht, diese zur Verfügung zu stellen, an der Stelle, wo sie steuernd auf die Agrarstruktur, auch auf das Leben im ländlichen Raum einwirken kann. Ja, und ich habe, wie gesagt, ich habe meinen Master ja in Eberswalde gemacht. Ne? Da werden jedes Jahr immer wieder Ökolandwirte und Ökolandwirtinnen fertig an der Universität und davon wollen gewiss auch einige eine Existenz in dem Bereich gründen. Und natürlich wird sich um Greifswald niemand ansiedeln,
wenn dort niemals Flächen zur Verfügung stehen. Deswegen, da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Man kann nicht sagen, es gäbe keine Bewerberinnen, wenn man keine Flächen überhaupt zur Verfügung hätte. Dann wird sich niemand Neues ansiedeln, ganz klar. Aber es geht ja auch nicht nur darum, dass Junglandwirtinnen und Junglandwirte und Ökobetriebe eine Chance bekommen. Es geht ja auch darum, darauf einzuwirken, inwieweit auch kleine Betriebe, die hier schon ortsansässig sind, vielleicht auch mal die Möglichkeit bekommen, was dazu zu pachten und eben nicht die Großbetriebe, die teilweise auf den Flächen wirtschaften, die dann über 1000 Hektar teilweise schon haben. Da frage ich mich halt, warum sollten solche Betriebe noch auf städtischen Flächen gefördert werden? Ja, wem gehört das Land? Diese Frage haben wir uns auch gestellt und ich glaube, diese Frage sollten sich mehr Leute stellen. Es ist unheimlich schwierig, darüber Informationen zu bekommen. Hier in der Region, aber auch bundesweit, ja, müsste es dazu eigentlich mehr Forschung geben und mehr Transparenz, vor allem von den zuständigen Behörden. Hier kann ich jetzt sagen, in der Umgebung von Greifswald gibt es recht viel Land in der Hand im Eigentum der öffentlichen Hand. Das heißt, die Universität Greifswald hat etwa 5000 Hektar, die sie verpachtet. Die Stadt Greifswald zusammen mit der eine städtische Stiftung, die Warschau-Stiftung, verpachten zusammen etwa 4700 Hektar. Die Kirche verpachtet hier in dem Bereich nicht ganz so viel, hat aber die gesamte Nordkirche, wenn man einmal die betrachtet, dann verpachtet diese Institution etwa 78.000 Hektar. Also auch die Kirche hat viel Land und hat hier Gestaltungsspielraum. Und dann gibt es natürlich auch noch viel Land im Privateigentum. Aber wie gesagt, da Informationen zu bekommen, ist schwierig. Aber ich finde, zumindest was das öffentliche Land angeht, müsste hier Transparenz hergestellt werden, müsste auch mal einsehbar sein, was für Stoffe werden überhaupt ausgebracht, Stichwort Pestizide, was passiert eigentlich so auf diesen Flächen. Da gibt es ein Anrecht der Bürgerinnen und Bürger zu wissen, wer wirtschaftet auf den Flächen, was passiert da. Und das hat nichts mit Misstrauen zu tun, wie es häufig immer dargestellt wird, sondern etwas mit demokratischer Teilhabe und letztlich auch Mitbestimmungsmöglichkeit. Weil am Ende ist das das Land aller Bürgerinnen und Bürger und da muss darüber entschieden werden, was damit passiert. Und natürlich sind wir nicht die Ersten, die auf die Idee gekommen sind, sich ein Verfahren zu überlegen, wie eigentlich Land vergeben wird und wie man diese Landvergabe regelt. Wir haben da Kontakt gehabt mit der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands, die seit einigen Jahren dort ein Verfahren etabliert hat, die auch ein Punktesystem eingeführt hat, nachdem entschieden wird, wer da auf den Flächen wirtschaften soll. Wir waren im Vorfeld in Kontakt mit der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, die dort auch einen klaren Kriterienkatalog für kommunale und landeseigene Flächen entwickelt haben, die auch Druck auf die Kirche in Mitteldeutschlands ausgeübt haben, eben gerade bäuerliche Betriebe auch zu unterstützen. Und wir haben dann einen eigenen Entwurf ins Rennen gebracht, wo wir einen Kriterienkatalog entwickelt haben, der halt einerseits den Ökolandbau ganz oben anstellt, weil wir denken, die ökologische Landwirtschaft oder die Biolandwirtschaft bringt am meisten für Umwelt und Gesellschaft. Da ist letztes Jahr auch eine interessante Studie im Thünen-Institut rausgekommen, das heißt sowohl was Ressourceneffizienz angeht, was Gewässerschutz angeht, was Biodiversitätsschutz angeht, ist der Ökolandbau ganz klar vorn. Aber auch etwa, wenn die Betriebe auf Pestizide verzichten, sollten sie honoriert werden. Wenn die Betriebe schon viel, also auch konventionelle Betriebe, die viel für die Natur schon unternehmen, indem sie etwa Agrarumweltmaßnahmen in Anspruch nehmen oder viel Flächen für die Natur zur Verfügung stellen, ist ein Kriterium bei uns. Aber auch soziale Aspekte, eben solche innovativen Konzepte wie eine solidarische Landwirtschaft. Oder kleine Betriebe, die eh erst wenig Flächen haben. Der Arbeitskräftebesatz sollte eine Rolle spielen, das heißt Betriebe, die viele Menschen anstellen.
oder auch Betriebe, die sich besonders sozial engagieren oder auch auf Direktvermarktung setzen, sozusagen eine auch besonders zur lokalen Wertschöpfung beitragen. Das heißt, ja, wir haben einen Kriterienkatalog entwickelt, kann man auch auf unserer Homepage unter www.unserlandschaftwandel.de einsehen. Ja, ich kann nur raten, dass dieses Thema mal auf die Agenda kommt, dass es einfach ein Verfahren gibt, wo Flächen ausgeschrieben werden, wo dann die Betriebe sich drauf bewerben, wo nach dem Konzept entschieden wird, wer da zukünftig drauf wirtschaftet und dann halt eben anhand von klaren Kriterien und nicht das einzige Kriterium ist, wer schon immer da war, der wird auch bleiben. Genau, beispielsweise die Evangelische Kirche Mitteldeutschlands macht das, die verwalten sehr große Flächen im Thüringer, Sachsen-Anhalt Raum und wie gesagt, die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft hat einen sehr guten Kriterienkatalog entwickelt. Es gibt aber auch Städte, beispielsweise Biostadt Bonn oder München, die schlichtweg bevorzugt an Ökobetriebe verpachten. Ist ja letztlich auch ein Kriterium. Dann muss man sich vielleicht gar keinen komplizierten Kriterienkatalog geben. Kann man sich natürlich darüber streiten, ob jetzt Ökolandbau das einzige Kriterium sein sollte oder nicht. Aber es gibt Kommunen, die das machen. Es gibt auch Kirchgemeinden, die das zunehmend machen. Natürlich muss man da regional ein bisschen schauen, welche Kriterien man dann bevorzugt und auch wie gewichtet. Ich kann nur empfehlen, das auch mit einem Punktesystem zu machen, weil wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, wenn es kein Punktesystem gibt, dann ja, ich sag mal, dann hat die Verwaltung dort wieder sehr große Handlungsspielräume, bestimmte Kriterien höher zu gewichten als andere und es macht es wieder etwas unklarer. Also ausschreiben, soziale und ökologische Kriterien einführen und möglichst mit Punktesystemen. Und ich glaube, das kann sich sehr positiv auf die Agrarstruktur auswirken. Soweit ich weiß, ist das bei der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands nicht offengelegt danach. Aber man kann anfragen, warum jetzt diese Entscheidung getroffen wurde. Und nach Aussage des Menschen aus dem Liegenschaftsamt dort hat es auch dazu geführt, dass es mehr, sagen wir, Frieden in der Landwirtschaftsszene gab danach, weil es einfach nachvollziehbarer war, warum jetzt der eine Betrieb dort pachten durfte und der andere halt nicht. Mhm. Hier ist es jetzt so, dass das weiterhin bei der Bürgerschaft liegt und letztlich gibt es hier ein Vergabegremium, die da einen Vorschlag erarbeiten, dann die Bürgerschaft entscheidet dann letztlich, wer, also ob sie diesem Vorschlag zustimmen oder nicht. Das passiert bislang noch alles im nicht öffentlichen Teil, wo wir leider keinen Einblick haben. Ja, deswegen würde ich sagen, die Kriterien so klar formulieren wie nur möglich, um möglichst wenig Willkür und Raum für Interpretationen zu lassen. Definitiv, also Landeigentum ist ein sensibles Thema. Es ist auch im Landwirtschaftsbereich jetzt nicht das Thema, wo man offene Türen einrennt. Viele Leute halten sich da eher bedeckt, wenn es darum geht, okay, was sind hier aktuelle Pachtpreise, wer ist eigentlich hier Eigentümer oder Eigentümerin? Und sicherlich spielt in Ostdeutschland die Entwicklung, die Geschichte da eine große Rolle. Gleichwohl ist es so, dass es auch noch verteilt bei den Menschen viel Landeigentum gibt. Also auch in den Gemeinden, in den Dörfern gibt es Menschen, die einfach ein paar Hektar besitzen und sich der Chance, die damit einhergeht, einfach nicht bewusst sind. Da ist es auch häufig so, es wird einfach weiter verpachtet an die es schon immer verpachtet wurde und dass es da überhaupt Verträge gibt beispielsweise, da wird noch viel mit Handschlag gemacht, aber auch, dass man in diesen Verträgen bestimmte Dinge etwa für die Natur festlegen kann, das ist kaum bekannt. Und auch, das hängt auch damit zusammen, dass relativ wenig darüber gesprochen wird
Und da kann ich eigentlich nur animieren und motivieren, dieses Thema auch im Bekanntenkreis mal anzubringen und zu sagen, hey, wir haben doch da 5 Hektar, was machen wir eigentlich damit? Und zu überlegen, hey, vielleicht sollte das ja gar nicht die 5000 Hektar bewirtschaftende Agrargenossenschaft bekommen, wo inzwischen vielleicht sogar schon ein außeragrarischer Investor im Hintergrund agiert, sondern vielleicht schauen wir mal, was für junge Biolandwirtinnen wir hier in der Region haben, die dieses Land vielleicht wirklich gebrauchen könnten. Aber Landeigentum ist ein sensibles Thema und das haben wir teilweise in der Debatte auch zu spüren bekommen. Wir saßen viel mit in den Bürgerschaftssitzungen als Publikum oder auch in den Ausschüssen, wo dann teilweise auch die Landwirte und Landwirtinnen vertreten waren. Und da gab es dann schon die ein oder andere hitzige Diskussion im Vorfeld oder auch danach, auch wenn wir eine Mahnwache gemacht haben. Das ist ein Thema, was man sensibel angehen sollte, aber man sollte es halt angehen. Man sollte nicht davor zurückschrecken, jemanden auf den Schlips zu treten, denn viel zu lange ist da überhaupt nichts passiert. Mein Appell an die lokale Politik ist, dass das öffentliche Land, öffentliches Landeigentum endlich dazu genutzt werden sollte, auch nachhaltige, naturverträgliche Landwirtschaft zu unterstützen. Das heißt, es sollte ein Verfahren geben, nach dem entschieden wird, wer dort wirtschaftet. Und es sollten auch alle Instrumente genutzt werden, die der lokalen Politik zur Verfügung stehen, um die Landnutzung zu beeinflussen. Da gehört ja nicht nur die Landvergabe dazu, sondern da gehört auch dazu, dass man Mindeststandards setzen kann und muss, etwa was die Pestizidausbringung angeht oder auch was etwa den Humuserhalt angeht, dass, wie gesagt, die Pachten und die Pachtpreispolitik da zu genutzt werden kann, entweder Großbetriebe, die schon viel haben, zu fördern oder eben halt auch zu überlegen, okay, wie honorieren wir Landwirtschaftsbetriebe, die was für Umwelt und Gesellschaft tun, indem wir vielleicht die Pachten an der Stelle ein bisschen runternehmen. Außerdem finde ich sehr, sehr charmant, dass eben auch kommunale Landeigentümer festlegen können in den Pachtverträgen, was für Naturschutzmaßnahmen auf den Flächen passieren. Also es gibt ein ganzes Portfolio an Instrumenten, die sich sozusagen direkt auf die Flächen auswirken. Und indirekt gibt es natürlich die Möglichkeit, auch über die Nachfrageseite darauf einzuwirken, welche Landwirtschaft wir fördern wollen, etwa indem ein Bioanteil in der öffentlichen Beschaffung festgelegt wird. Ja, es gibt das Netzwerk der Biostädte, die das zunehmend tun. Das heißt, man kann festlegen oder inspirieren, dass Kantinen, dass die Kitas einen gewissen Anteil an regionaler oder auch an Bioverpflegung einführen. Und das wirkt sich natürlich direkt auch auf die Landwirtschaft in der Umgebung aus. Sendet total wesentliche Signale. Und wenn man dann mal über den Tellerrand von Vorpommern hinausschaut, dann kann man sehen, dass es gibt zunehmend mehr Ökomodellregionen, wo eben das alles zusammengedacht wird. Also die Nachfrageseite, aber eben auch solche Fragen des Zugangs zu Land. Und da gibt es total viel Potenzial, eine naturverträgliche Landwirtschaft zu fördern, das bisher, besonders hier in der Region, noch überhaupt nicht genutzt wird. Ich glaube, es geht gar nicht darum, uns jetzt hier zu unterstützen, sondern es geht darum, vor Ort einzufordern, dass eben diese Schritte getan werden. Und das heißt, vor Ort auf die lokale Politik Druck zu machen, aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es gibt und eben einzufordern, dass die politischen Entscheidungsträgerinnen das auch umsetzen. Also ich glaube, das wäre jetzt die größte Unterstützung, die ich mir vorstellen könnte,
in jeder Gemeinde, in jeder Kirchgemeinde, in jeder Stadt gründet sich eine Bürgerinneninitiative, die sich vor das Rathaus stellt, die auf den Acker geht und sagt, Leute, wir brauchen eine umweltgerechte Landvergabe. Momentan ist Fink und im Kontext des Aktionsbündnisses Unser Landschaft Wandel hier vor Ort aktiv. Okay. Aber das betrifft ja nicht nur uns hier, sondern das ist eigentlich ein bundesweites Thema. Wir sitzen nun mal hier, deswegen haben wir gesagt, klar, wir fangen mal hier an. Aber ich kann nur dazu motivieren, auch in anderen Regionen ähnliche Schritte zu gehen und auch die Landespolitik muss sich da bewegen. Also wie gesagt, Mecklenburg-Vorpommern hat 85.000 Hektar Land, Riesenchance. Brandenburg, Sachsen-Anhalt, jeweils 30.000 Hektar Land. Das ist häufig überhaupt nicht bewusst, aber mit diesem Land geht natürlich auch eine Verantwortung einher und dieser Verantwortung sollten die öffentlichen Landeigentümer endlich mal nachkommen. Ja, ich denke, wir sind definitiv noch zu retten. Was wir brauchen, ist mehr Mut und mehr Ambitionen seitens der Lokalpolitik insbesondere. Und auch seitens der Landeigentümer, dass die sich ihrer Verantwortung mal bewusst werden und die nötigen Schritte einleiten, um eine naturverträgliche Landwirtschaft auf ihren Flächen voranzutreiben. Und letztlich geht es ja bei Fragen der Biodiversität und des Klimaschutzes nicht immer nur darum, sind wir noch zu retten, sondern wer ist eigentlich dieses Wir? Und einerseits möchte ich immer wieder dazu anregen, sich zu überlegen, auch bei der Klimakrise geht es vor allem um Menschen im globalen Süden. Das heißt, es geht um Menschen, die am wenigsten zu den Ursachen der Klimakrise beigetragen haben, aber die jetzt schon und auch potenziell noch mehr am stärksten darunter leiden werden unter den Folgen und auch was die Biodiversität angeht, und das betrifft halt explizit die Landnutzung und die Landnutzungsformen, sind es halt auch nicht nur die Menschen, die darunter leiden, sondern eben auch die vielen anderen Arten, die dort vorkommen. Und da müssen wir eher mal die Frage stellen, sind die denn noch zu retten?